So, und damit herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Weiter geht's hier im Let's Play mit unserer Jedi-Gelehrten. So, wir müssen mal gucken, wir hatten in der letzten Folge, glaube ich, direkt vor diesem Story-Abschnitt aufgehört. Dementsprechend, wir müssen mal gucken, was das genau war. Ausrottung. Müllverarbeitungsanlage. Okay, dann... Na, da warten schon ein paar Fieslinge auf uns, ne? Entsprechend werden wir hier mal direkt loslegen. So. Ich muss tatsächlich wieder ein bisschen rein. Ein bisschen reinfuchsen gerade. Das ist zeitlich bedingt wieder ein klein bisschen Zwischenlaufen. Ne? Ich hatte ja in der einen oder anderen Folge schon mal so ein bisschen angekündigt, dass es mal vorkommen kann, dass mal ein paar Tage Zeit zwischen vergehen zwischen manchen Folgen. Das momentan haben wir da auch so ein bisschen Chaos, ne? Denn, und bleibt unten. Wie gesagt, es ist zum heutigen Tag diese Aufnahme deutschlandweit gerade die Quarantäne so ein bisschen verhängt worden wegen dem Coronavirus. Dementsprechend betrifft das mich dann natürlich auch, ne? Dementsprechend ist halt alles ein bisschen momentan ziviles Leben nicht eingefroren, aber so ein bisschen eingeschränkt. Dementsprechend, wie gesagt, betrifft das mich natürlich auch in meinen Tagesablauf so ein bisschen. So. Eine Sache, die ich vielleicht zum Anfang nochmal erwähnen möchte, weil mir das aufgefallen ist. Der ein oder andere, der bei uns vielleicht auf dem Kanal auch schon Abonnent ist, hat wahrscheinlich die Glocke nicht aktiviert, ne? Ich bekomme es immer mal wieder mit, oder beziehungsweise vom einen oder anderen bin ich auch bei uns im Discord schon mal drauf oder gefragt worden, wann denn immer so die Star Wars Folgen kommen. Dementsprechend scheint es beim dem einen oder anderen durch das Fehlen der aktivierten Glocke immer nicht ganz anzukommen, wann die Folgen immer kommen, ne? Also, wer regelmäßig die Star Wars Folgen verfolgen möchte, ist da natürlich sehr gut beraten, dementsprechend die Glocke zu aktivieren. Das vielleicht mal so, nochmal so als kleiner Hinweis am Rande. So. Wir sagten, ein Teil von euch ist ja mittlerweile bei uns auch auf dem Discord angemeldet, dementsprechend aber kommt hier auf dem Discord natürlich auch immer die Meldung, ne? Das ist, das Ganze ist ein bisschen verknüpft mit meinem YouTube-Account. Demzufolge, sobald da ein Video live geht, wird im Discord bei uns dann auch nochmal ein Announcement rausgegeben, dass ein Video live gegangen ist. Also habt ihr da immer nochmal eine zusätzliche Sicherheitsmöglichkeit, das rechtzeitig mitzubekommen, wann was Neues kommt. So, wollen wir mal. Nicht schlecht. Ich dachte schon, mir wird übel, wenn mich diese Imperialen noch einmal anrühren. Ich bin Calda Biss, Agentin der Republik. Hat Garnok euch geschickt? Eine Agentin, die geschnappt wurde, ne? Er hat euch in die Chemiefabrik geschickt, richtig? Genau. Hätte nicht gedacht, dass er so schnell einen Ersatz findet. Vergost, der Kommandant hier, ist ein Ungeheuer. Als ihr die Chemiefabrik zerstört habt, wurde das Morden hier noch schlimmer. Jetzt versteckt Vergost sich in seinem Kommandoposten und tötet Evoki. Das gehört zu seinem Vernichtungsprogramm. Ihr müsst ihn eliminieren. Naja, das Wort eliminieren hören wir im Zuge des Jedi-Kodex eigentlich nicht so gerne. Ne? Was denn für ein Vernichtungsprogramm? Das Imperium will wohl alles auslöschen, was nicht menschlich ist. Wie auch immer. Ihr müsst das verhindern. Schaltet Vergost aus, bevor noch mehr Evoki sterben. Ich hole Verstärkung von der Republik. Beeilt euch. Schaltet Vergost aus. Dann ist sein Vernichtungsprogramm Geschichte. Naja, die Verstärkung will ich mal sehen. Die Verstärkung will ich tatsächlich mal sehen, weil, was uns hier unterstützen soll. Ist aber auch ein bisschen merkwürdig, dass man eine Gefangene vor der eigentlichen Sicherheitszone aufbewahrt. Ne? Bisschen eigenwillige Art der Sicherheitsverwahrung.
Könnte es sich natürlich auch um eine Falle handeln. Dann würde es wahrscheinlich gar nicht mal so unsinnig sein. Hm. Ich bin einem schon fast ein bisschen leid tun, die normalen Truppen, die hier immer angeschleppt werden. Aber nur fast. Das ist zu einfach. Muss man staunen, relativ viele weibliche Crewmitglieder hier gerade, ne? Die Burschens haben wir schon mal erledigt. Erstaunlich, dass die hier alleine rumstand. Leicht lebensmüde scheint mir. So, dann wollen wir mal, ne? Erinnert so ein bisschen an den ein oder anderen, ich glaube Flashpoint war es damals. Da gab es auch Bosskämpfe auf so einen brennenden Untergründen. Kademimo war das, glaube ich, ne? Wenn ich mich da richtig erinnere. Ich glaube, der Endboss im Flashpoint Kademimo war das, glaube ich. Wo man auf so einer brennenden Plattform, so einem brennenden Untergrund kämpfen musste. Meine Arbeit ist fast vollendet. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Niemand kann das. Schon bald seid ihr nur ein weiterer toter Fremdling auf meiner Liste. Rassist, glaube ich das? Wie könnt ihr Tausende von Evoki töten? Ich kann euch die Pläne der Todesmaschine zeigen, wenn ihr wollt. Fremdlinge sind schmutzig und schwach. Schandflecke der Galaxis. Ich folge dem Willen des Imperators und schmiede Allianzen. Dies ist nur der Anfang. Mir scheint, wir müssen dem Kerlchen mal zeigen, wozu Fremdlinge imstande sind, ne? Was plant das Imperium? Wollt ihr auch auf anderen Planeten Fremdlinge töten? Genug! Wenn ich dem Imperator meine Opfer präsentiere, werdet ihr ganz oben auf dem Leichenstapel liegen. Hm, sehe ich noch nicht. Oh, okay. Der scheint ein klein bisschen stärker zu sein, tatsächlich. Keine Herausforderung für mich. Haben wir es tatsächlich mal mit einem etwas stärkeren Gegner zu tun? Ich bin ja begeistert. Naja, Betonung auf etwas. Hm. Tja, eigentlich müsste man verschonen, ne? Laut Codex der Jedi. Aber müssen wir mal sehen, wie wir diese Situation jetzt auflösen. Das Imperium hat jahrzehntelang an dieser Operation gearbeitet. Es wird hier nicht enden. Seid still, Vergust! Ihr seid erledigt! Worauf wartet ihr? Tötet das Monster! Wartet! Ich weiß alles über die anderen Vernichtungsanlagen. Ihr könnt es euch nicht leisten, mich zu töten. Er lügt! Tötet ihn! Seid kein Narr, Jedi. Ihr wisst, dass ihr mich lebendig braucht. Hm. Wir werden tatsächlich in diesem Let's Play mal auf der Heldenseite bleiben, ne? Ich hatte es ja schon mal erwähnt. Also, sobald wir alle Klassen einmal durchgespielt haben, werden wir das Ganze nochmal wiederholen. Dementsprechend mal auf der kompletten dunklen Ausrichtung auf republikanischer Seite mal spielen. Werden wir da beide Arten der Ausrüstung der jeweiligen Klassen nochmal zu Gesicht bekommen. So viel vielleicht schon mal vorweg. Bedeutet natürlich, dass wir mit Star Wars The Old Republic ein sehr, sehr langes Projekt auf unserem Kanal haben werden. Hm? Genießt die Gastfreundschaft der Republik. Ihr werdet euer ganzes Leben dort verbringen. Hoffentlich macht ihr das Richtige. Überlasst die Entscheidungen euren Vorgesetzten, Mädchen. Ich freue mich schon darauf, euch zu befragen. Das fühlte sich gut an. Ihn auszuschalten war das Richtige. Wie man's nimmt, ne? Die republikanischen Truppen haben mich gerade kontaktiert. Ihr habt die Anlage eingenommen. Und Calda, wo ist sie? Hier drüben, Chief. Euer Freund hat mich gerettet. Und Commander Vergust gefangen genommen. Obwohl er den Tod verdient hätte, wenn ihr mich fragt. Hm. So könnt ihr eine Menge von ihm erfahren. Ja, was für imperiale Geheimnisse er auch versteckt. Wir werden sie finden. Ich muss mich verabschieden. Die Überlebenden treffen jetzt ein und sie brauchen meine Hilfe.
Die Evoki stehen in eurer Schuld. Ihr habt uns die Kraft gegeben, weiter um unsere Heimat zu kämpfen. Ganuk hat recht. Ihr solltet stolz sein. Und ich will euch nicht weiter aufhalten. Ich übernehme jetzt. Manalangyan Perlo. Amka Kalami. Nayakira Lebua. Also anhand des Knochenhaufens scheint das nicht nur Evoki gewesen zu sein, die sie da ausgelöscht haben, ne? Wenn man das mal so gesehen hat, da waren ziemlich riesige Schädel dabei. Möchte ich mal behaupten, dass das nicht von Evoki stammt. Wenn wir uns das hier mal so angucken, hm? Ziemlich riesige Schädel für so ein Evoki. Da scheinen noch andere Spezies dem Imperium zum Opfer gefallen zu sein. Hier geht's aber auch ganz schön tief runter, ne? Wenn ihr mal guckt. Also durch das Gitter will ich nicht runtersegeln müssen. Ist tatsächlich ziemlich tief. So. Wie gesagt, um nochmal vielleicht auf das Thema Folgenhäufigkeit oder Regelmäßigkeit zu sprechen zu kommen. Wie gesagt, wie schon so ein bisschen erwähnt am Rand. Wir befinden uns zum Zeitpunkt der Aufnahmesession gerade so ein bisschen in der Hochzeit des Coronavirus, ne? Also sprich, sind ja diese besagten 2 Wochen, die momentan gerade so ein bisschen abgewartet wird, wie sich das Ganze entwickelt. Dementsprechend ist momentan sehr viel auf Twitch in unserem Stream los. Wir sind momentan, oder wir laufen so ein bisschen darauf hinaus, dass wir fast jeden Abend aktuell streamen. Also ist auch so ein bisschen geschuldet der, mittlerweile eingetretenen Quarantäne, oder verhängten Quarantäne besser gesagt. Dementsprechend muss ich da natürlich immer so ein bisschen schauen, wie es zeitlich dann dementsprechend mit den Videos immer nebenbei noch schaffen. Ne? Wie gesagt, die Streams, die wir immer mal, die wir aktuell machen, werden dann im mehr oder weniger regelmäßigen Abständen dann auch auf YouTube kommen. Das Flash mal vorweg. Dementsprechend quasi so ein bisschen als kleine Entschädigung, dass vielleicht die Star Wars Folgen ein bisschen unregelmäßiger aktuell gerade kommen. So. Denn wir spielen momentan vielleicht auch da so ein bisschen Werbung in Eigensache. Wir spielen auf Twitch gerade relativ exzessiv The Forest. Mit ein paar Kollegen zusammen, also sprich im Multiplayer gerade. Das nimmt gerade so ein bisschen sehr viel Zeit in Anspruch tatsächlich. So. Wie gesagt, der ein oder andere wird sich erinnern, wir hatten das ganz zum Anfang, also sprich als ich auf Twitch damals angefangen hatte. Hatte ich The Forest tatsächlich damals auch schon mal gestreamt. Ist also tatsächlich nicht keine Premiere. Ne? Die haben das, wie gesagt, eine Season lang. Ja, wobei nicht ganz eine Season, also mehrere Folgen zumindest haben wir das damit schon mal gespielt. Uns hier irgendwie durchschleichen? Ich will hier eigentlich. Ja, gut, hier werden wir an den Strand vorbeikommen. Das sehe ich jetzt schon. Das wird ein bisschen eng hier vorbeizulaufen. Jemand muss hier mal sauber machen. Da werden wir nicht dran vorbeikommen. Ich hoffe mal, dass wir wenigstens hier hinten dran vorbeikommen. Ich habe eigentlich keine Lust, jetzt hier Millionen von Mobs zu pullen, gefühlt. So. Ja, aber wie gesagt, ich versuche da halt immer so ein bisschen eine leichte Balance reinzubekommen. Also sprich Ausgewogenheit von zwischen Stream und YouTube. Zuletzt hatte ich relativ viele Projekte auf YouTube gemacht, da kam der Stream ein bisschen zu kurz tatsächlich. Keine Herausforderung. Dementsprechend gucke ich natürlich jetzt gerade aktuell, wie gesagt, auch so ein bisschen situationsbedingt, was gerade so ein bisschen die Virusphase angeht, versuche ich mich da wieder so ein bisschen mehr auf den Stream gerade so ein bisschen zu konzentrieren. So. Nur damit ihr da Bescheid wisst, ne?
Wie gesagt, die Projekte sind nicht abgesagt. Ne? Also ich weiß, dass nicht jeder jedes Projekt bei uns auf dem Kanal guckt. Das ist mir bewusst, aber dass da niemand irgendwie Angst hat, dass einige Projekte vielleicht nicht weitergeführt werden, die wir aktuell laufen haben. Also da kommen definitiv immer wieder Folgen. Wie gesagt, es können halt immer mal ein, zwei Tage Zeit dazwischen sein. Das lässt sich manchmal leider nicht verhindern. Aber die werden definitiv alle weitergeführt, die Projekte. So. Stopp! Dies ist eine imperiale Kontrollstation. Ich bin autorisiert, tödliche Gewalt einzusetzen, um die Interessen des Kartells und des Imperiums durchzusetzen. Tödliche Gewalt. Verratet mir, was ihr hier wollt. Oder verschwindet. Sith müssen Captains keine Rechenschaft ablegen. Ich stelle einen Bericht über diese Operation zusammen und ich hoffe, dass ihr Antworten für mich habt. Aber wir hatten nicht erwartet. Entschuldigt vielmals. Die Produktion ist gesunken. Aber wir treiben die Arbeiter stärker an. Nächsten Monat verdoppeln wir die Quote. Weil wir auch aussehen wie ein Sith, ne? Der Imperator höchstpersönlich hat diese Inspektion angefordert. Er wird höchst verärgert sein. Ebenso wie ich. Der Imperator? Wir werden uns verbessern. Das schwöre ich. Genug. Geht und poliert eure Stiefel oder was auch immer ihr tut. Ich kümmere mich später um euch. Ja, natürlich. Sofort. Lustige Situation gerade, ne? Wenn ein Jedi versucht, einen aus Sith zu machen. Wir könnten Gefallen daran finden, ne? Gefährliche Situation gerade. Vielleicht gefällt uns das mehr, als uns lieb ist. So, gut. Hier scheinen wir nochmal einen Zentralcomputer hacken zu müssen oder so. Ah ja, Steuerkonsole. Gute Arbeit, Jedi. Der primäre Kontrollknoten ist aktiv. Bringt den Resonanzschlüssel am Knoten an. Clage wird schon bald annehmen, dass die Fabriken zerstört wurden. Die Frage ist, sollten wir so eine Holo-Aufzeichnung mitten im Feindgebiet machen, ne? Na komm, wir machen uns mal den Spaß. Jedi, hier ist Clage. Ich habe das Verteidigungsnetzwerk des Huttenkartells überwacht. Die Operation lief glatt. Die Fabriken waren völlig unvorbereitet. Ihr habt wahres Talent. Ich möchte der führenden Hand nur mein Bestes geben. Wirklich? Dann habt ihr es euch wahrlich verdient. Der Meister selbst hat davon gehört. Er will, dass ihr höchstpersönlich vor ihn gebracht werdet. Schön unterwürfig bleiben, damit wir Eindruck schinden. Der Meister will mich treffen? Ich hoffe, ich bin dessen würdig. Der Meister wartet in unserem Hauptquartier im Rotlichtsektor. Es ist in einem alten Geschäft. Hier, ich lade die Position auf eure Karte. Lasst euch nicht zu viel Zeit. Unser Kampf gegen das Huttenkartell wird immer hitziger. Und der Meister mag keine Verzögerungen. Zurück in den Rotlichtsektor. Ne? Witzig. Wie es manchmal so spielt, ne? So. Gut, dann haben wir hier alle Quests auf jeden Fall schon mal erledigt. Das ist schon mal gut. Ich nehme mal stark an, wir könnten uns jetzt rein theoretisch auch irgendwo hin teleportieren. Das werden wir wahrscheinlich auch machen. Denn dann sparen wir uns wahrscheinlich wieder den Weg hier durch. Ne? Wenn wir mal gucken. Taxi im unteren Industriesektor. Da müssen wir, glaube ich, sowieso hin. Dann teleportieren wir uns doch da einfach mal hin. Ja. Sparen wir uns ein bisschen Laufwege. So. Sehr gut. Vielleicht noch mal ein bisschen Schrott verkaufen. Einfach auf was können. Melden Sie Ihre Beschwerden. So, was haben wir hier? Ach, das war Gefährtengeschenk. Einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück.
Man merkt wahrscheinlich immer so ein bisschen, wenn ich meine Aufnahmesessions direkt in den Anschluss an einen etwas längeren Stream lege, ne? Ich merke das halt immer selber so ein bisschen, weil ich es im OBS halt immer mal sehe, wie ich instinktiv immer so ein bisschen Richtung Chat gucke. Wie gesagt, wenn man mehrere Stunden halt tatsächlich durchgehend dann streamt, ist das immer so ein bisschen drin, dass man automatisch so Richtung Chat gucken will. So, wir haben relativ viel. Das können wir wieder löschen. Das ekelhafte Inskirchen. So, oh, über 7000 Credits. Oder waren es 700? Die 700. Würde gerade sagen. Hätte mich etwas irritiert gerade, wenn wir auf einmal so viel Credits gekriegt hätten. So. Okay. Haben wir erstmal so einen Postkasten wieder geleert. So, dann wollen wir sagen, wir machen mal ein Folgenpostchen. Machen wir es mal so rum. Nächste Folge werden wir uns dann in das nächste Questgebiet begeben. Und ja, ich würde sagen, ich habe jetzt keine direkte Übersicht, aber ich nehme mal stark an, wir dürften uns so ein bisschen Richtung Ende auf Nar Shaddaa nähern. Ne? Wir haben ja schon relativ viele Quests gemacht und ich gehe mal davon aus, allzu lange wird der Handlungsstrang hier auf Nar Shaddaa nicht mehr gehen. Dann lassen wir uns mal überraschen, wo es dann im Anschluss hingeht. Aber würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, wie üblich, ne, lasst mir gerne ein Däumchen da. Unterstützt mich ein bisschen bei meiner Arbeit hier auf dem Kanal. Und ja, ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ihr den mögt. Bis dahin, ciao, ciao und möge die Macht mit euch sein.